Und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir versuchen jetzt Darth Malgus aufzuhalten. Dafür sollen wir... Überlebe ich das? Nee. Okay, dafür fahren wir runter und sprechen dann mit XT9T. Und dadurch wird wahrscheinlich wieder eine neue Reihe starten, die zur Illum-Reihe gehört. Warum leuchtet das denn die ganze Zeit? Das nervt voll. Ach, dieses ja, Kriegsgebiet-Event ist aktiv. So. Ja, Flashpoint. Kriege ich den alleine? Ich bin gleich da. Wir versuchen es mal. Wir versuchen mal den Flashpoint. Ich bin gespannt, ob das klappt. Es wäre natürlich geil, wenn der klappt. Wir hätten den Verräter töten sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Ah, mein Sith Lord. Ihr habt mit Malgus, dem Verräter, zusammengearbeitet. Habt ihr irgendwelche Anzeichen von Schwäche bemerkt? Er glaubt, er hat bereits gewonnen. Aber seine Vermessenheit wird ihm zum Verhängnis werden. Ihr habt recht, mein Sith Lord. Ich habe Jahre damit verschwendet, Malgus zu dienen. Er hat mich sogar gefragt, ob ich an seinem Verrat teilhaben möchte. Natürlich habe ich mich geweigert. Aber ich hätte ihm ins Gesicht spucken sollen. Ein wahrer Imperialer hätte den Verräter an Ort und Stelle niedergestreckt. Ungeachtet dessen hat dieser verräterische Hund die getarnte Raumstation unseres Imperators gestohlen und ist in den Weltraum geflohen. Großmoff, Darth Malgus Truppen fallen auf den Planeten ein. Seine Schiffe kamen praktisch aus dem Nichts und Truppenstürmen heraus. Alarmiert die Armee, fordert Verstärkung an. Dieser feige Abschaum wird das Imperium nicht noch einmal in Verlegenheit bringen. Wenn Malgus Tarnjäger hergebracht hat, wird das Imperium sich eins der Schiffe holen. Ihr habt recht. Ein Kommandojäger aus Malgus Flotte sollte die Koordinaten der Station auf seinem Navigationscomputer haben. Endlich unterläuft dem Verräter ein Fehler. Stehlt eins seiner Schiffe und ihr könnt direkt zu Malgus verborgener Raumstation fliegen. Findet einen Piloten für mich und ich werde dieses Schiff sichern. Ich wäre stolz, euch in den Kampf gegen den Verräter zu fliegen. Ich hoffe, ihr seid bereit, Darth Malgus eine Lektion zu erteilen. Den Verräter zu bestrafen, wird mir ein Vergnügen sein. Dann ist es entschieden. General Hesker wird euch helfen, einen Tarnjäger zu übernehmen und euch zu Malgus Station fliegen. Ich werde mein Schiff sofort bereit machen. Hesker wird euch an die Front bringen. Bahnt euch dann einen Weg durch die Armee des Verräters, um ein Schiff aus Malgus vorzustehlen. Führt die Verteidigung des Imperiums an, mein Sith Lord. Und wenn ihr den Anführer der Invasion findet, vernichtet ihn. Okidoki. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, dann nehmen wir mal die Fähre. Das Imperium ist ein Symbol für Stärke, Respekt und Reinheit. Darth Malgus darf dieses Symbol nicht in den Schmutz ziehen. Gebt den Befehl und wir lassen Feuer auf die Invasionsarmee herabregnen. Es gibt nur zwei Wege zurück. Im Tarnjäger oder im Leichensack. Ein General der Imperialen Garde schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Wenn wir über dem Schlachtfeld sind, setze ich euch bei den Schützengräben ab. Danach werde ich euch Luftunterstützung liefern. Jetzt zum Kampf.
Malgus der Verräter wird lernen, das Imperium wieder zu fürchten. Okidoki. Auftrag ist klar. So. Die Republik hat zwar denselben Feind wie wir, aber das heißt nicht, dass ihr ihr vertrauen solltet. Ey. Ich wollte deine Rolle zum Schaden, zum Damage-Dealer wechseln. So, jetzt. So, dann flattern wir mal rüber. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich habe immer noch die Vermutung, dass das hier vielleicht eine recht harte Nummer werden könnte. Aber es sollte alleine zu schaffen sein, denn das ganze Spiel ist eigentlich mittlerweile darauf ausgelegt, dass man es alleine auch schafft. Und solange mir der Dings ein bisschen Unterstützung gibt und Heilung gibt, sollte das wohl alles möglich sein. Der ist kaputt. Jessa Wilson dann jetzt auch Damage Dealer? Ja, es wirkt so. Hauptsache einer heilt, also. Um mehr mache ich mir gar nicht Sorgen. So. Boah, das ist noch ein ganz schöner Weg bis da oben hin. Und hops. So, Panzerdroide. Artilleriedroide. Boah. Zieht aber schon ordentlich. Aber alles noch so im grünen Bereich, sage ich jetzt mal. Nicht so, dass man sich Sorgen machen müsste um irgendetwas. Tot. Energie rattert aber auch extrem runter, also. Von hier oben sehen die
Schützengame wie ein Schießstand für Fremdlinge aus. Wie dumm von Ihnen, Malgus zu unterstützen. Mann. Na, nochmal, komm. Oh, ich glaube, Jessa Wilson hat da echte Probleme da hinten. Boah, Stufe 56. Na komm, hau ab. Der ist tot. Okay. Soweit alles in Ordnung. Ja, um die Geschütze kümmere ich mich nicht. Also ich laufe jetzt rein, den Flashpoint. Ich will das jetzt auch nicht künstlich so krass in die Länge ziehen. Deswegen laufe ich nur rein in Flashpoint ohne die ganzen Bonus-Sachen. Weil die interessieren mich gerade mal so weniger. Okay. Dann jetzt hier hoch und da vorne eigentlich rein. Da müssen wir es eigentlich haben. So. Da ist der nächste. Schlag zu, Drindarzell. Für Imperator Malgus. Aber muss ich wirklich sagen, also es stellt jetzt nicht so wirklich das Problem dar. Aber das ist ja auch schon länger bekannt, dass die Flashpoints auch eigentlich alle alleine zu schaffen sein sollten. Ich werde Blut schmecken. Ich bin Häuptling Velaso Gretsch, Vereiniger der Kali-Stämme und Ruin des alten Imperiums. Ja. Welche Trophäe werde ich mir von euch holen? Gar keine. Du wirst sterben. Waffen? Malgus wird mich für euren Tod ehren. Malgus, ich bin eine Schande für euch. Richtig. Du bist eine Schande. Okay, rein hier jetzt. Warte mal, das können wir noch mitnehmen. Mal haben wir hier so ein Heilungsmoped. Okidoki.
Schlachten. Ja, läuft gut. Läuft gut. Ich bin zufrieden. Hätte ich am Anfang vielleicht nicht so gedacht. Wir haben ja noch einen ganz schönen Weg vor uns, ey. Und ganz so schnell, wie ich gehofft habe, komme ich hier nicht durch. Also, ja, da noch abwarten. Die blöden Miezekatzen hier, die sind schon etwas hartnäckiger. Muss ich dran vorbei. Gut. Spring. Ich werde Blut schmecken. So. Jetzt. Oh shit, ey. Die feindlichen Kumpkanäle sind aktiv. Offenbar ist Darth Malgus rechte Hand auf dem Weg nach Ilum. Boah, was ist jetzt los? Alter, ich war fast tot. Okidoki. So, sind wir jetzt da, ja. Da müssen wir lang.